Damen und Herren, liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, ich bin wirklich hell begeistert von dieser tollen Resonanz. Ich danke den Organisatoren. Natürlich ist die deutsch-israelische Gesellschaft dabei, wenn es Israel an den Kragen geht. Während wir uns hier zu einer Solidaritätskundgebung für Israel friedlich versammeln, fliegen Raketen auf Tel Aviv und auf Jerusalem. Während wir in Deutschland erleben, dass Politiker und Journalisten am warmen Kamin die Frage diskutieren, ob die Reaktion Israels denn angemessen ist, sterben Menschen in Israel im Raketenhagel der Hamas. Niemand von uns will Gewalt. Niemand von uns will Raketen. Niemand von uns will Krieg. Allerdings müssen wir verstehen, Frieden gibt es nur mit friedliebenden, friedfertigen, friedensfähigen Menschen. Mit Menschen, die nach Chancen für den Frieden suchen und dann, wenn die Chancen da sind, diese auch ergreifen. Meine Damen und Herren, seit nunmehr 64 Jahren, seit der Gründung des Staates Israel, führen die Palästinenser denselben aussichtslosen Krieg gegen Israel. Sie verurteilen nun schon in der dritten Generation ihr eigenes Volk dazu, seine Lebenschancen auf dem Altar der Ideologie zu opfern. Blutrünstige Terroristen laufen in den Straßen Gazas herum, verstecken sich in Kindergärten und Schulen und diktieren 1 Million Israelis im Süden Israels, wie ihr tägliches Leben abzulaufen hat. Trotzdem hat sich Israel 2005 aus Gaza zurückgezogen. Die Antwort darauf: 12.000 Raketen auf Israel. Das Selbstverständnis der Hamas lässt wohl auch nichts anderes zu. In der Charta der Hamas heißt es im Artikel 6, dass die islamische Widerstandsbewegung dafür kämpft, dass das Banner Allahs über jeden Zentimeter von Palästina aufgepflanzt wird. Und Palästina ist eben auch der Teil, in dem Israel sich befindet. Im Artikel 13... Sabotage. Im Artikel 13 heißt es, Ansätze zum Frieden, die sogenannten friedlichen Lösungen und die internationalen Konferenzen zur Lösung der Palästina-Frage stehen sämtlichst im Widerspruch zu den Auffassungen der islamischen Widerstandsbewegung. Denn auf irgendeinen Teil Palästinas zu verzichten, bedeutet auf einen Teil der Religion zu verzichten. Der Nationalismus der islamischen Widerstandsbewegung ist Bestandteil ihres Glaubens. Für die Palästina-Frage gibt es keine andere Lösung als den Dschihad. Die Initiativen, Vorschläge und internationalen Konferenzen sind reine Zeitverschwendung und eine Praxis der Sinnlosigkeit. Das palästinensische Volk aber ist zu edel, um seine Zukunft, seine Rechte und sein Schicksal einem sinnlosen Spiel zu unterwerfen. Und schließlich heißt es im Artikel 32, im Rahmen der Kampfarena mit dem Weltzionismus betrachtet sich die Hamas als Speerspitze und Avantgarde. Diese radikale religiöse Organisation, Hamas, die die Vernichtung Israels zum obersten Ziel hat, kann man weder erschrecken noch überzeugen. Man kann sie nur bezwingen. Deshalb befreit Gaza von der Hamas. Der Westen, unsere Politiker und Journalisten
sollte nicht stets in neuen Varianten die Frage nach der Angemessenheit israelischer Reaktionen stellen. Unter Verkennung des Grundsatzes Auge um Auge, Zahn um Zahn wird so getan, als sei das ein Ausdruck besonderer Aggressivität. Nein, im Gegenteil. Das ist das erste Mal, es ist ein Quantensprung in der Menschheitsgeschichte. Da wird von der Angemessenheit von Aktion und Reaktion geredet. Sondern Sie sollten danach fragen, wen Sie in Gaza, wen Sie mit der Hamas eigentlich unterstützen. Übrigens, kein Volk der Erde hat pro Person mehr internationale im Gaza. Tatsächlich finanziert die UN, die Vereinten Nationen, indirekt die Raketen auf Israel. Ja, weil die Gelder anders verwandt werden. Und womit wir es bei der Hamas zu tun haben, zeigen die Berichte darüber, wie sie mit der eigenen Opposition umgehen, mit der eigenen Opposition, die sie massakrieren. Deshalb befreit Gaza von der Hamas. Ja. Unsere Gedanken, unsere Gebete sind bei den Menschen in Israel. Der ständige Raketenhagel durch die Terrororganisation Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung muss jetzt endlich ein Ende haben. Wir unterstützen ausdrücklich Israels Recht und Israels Pflicht, die eigenen Menschen vor böswilligen, fortgesetzten Angriffen der Terroristen zu schützen. Wir wollen, dass alle Menschen im Nahen Osten in Frieden und Sicherheit leben. Wir stehen fest an der Seite Israels. Deutschland muss und wird Israel mit allen gebotenen Mitteln dabei unterstützen. Deshalb befreit Gaza von der Hamas.